Ihr seid's. Hallo. Grüß euch. Ich blätter hier gerade mal so ein bisschen durch das Dortmunder Comic-Con Magazin, das Programmheft. Jawohl. Ja, war ja eine ganz coole Con eigentlich, ne? Ich habe natürlich eingekauft. Und deswegen machen wir mal ein Haul-Video. Denn ihr wollt bestimmt wissen, was ich so eingekauft habe und bekommen habe. Und da ist so einiges hier. Ich habe so ein paar Sachen schon bereitgestellt. Und ich wusste ja, dass ihr vorbeischaut. Legen wir los. Habt ihr Bock? Gut. Was kann ich euch dann als erstes zeigen? Es gibt sogar ein paar Sachen, die habe ich gar nicht von der Con. Ha. Ich muss euch das zeigen. Ich muss euch das einfach zeigen. Also was bekommen von einem sehr guten Freund, dem guten Chris Tainment, ihr kennt ihn alle. Der hat mich einfach mal zu Weihnachten schon beschenkt, so ein bisschen hin, aber ich habe ihn besucht und ja, da sagt er, hier, ich habe hier noch ein Weihnachtsgeschenk für dich und drückt mir hier so einen Schuhkarton in die Hand. Und vielleicht habt ihr die auch schon auf seinem Channel gesehen, denn die stammen, so wie ich das sehe, von What's Up Johnny. Und ja, das ist zufälligerweise meine Größe, ne? Und dann hat er gesagt, wenn du die haben willst, Weihnachtsgeschenk. Ja, und ich habe natürlich gesagt, cool, finde ich geil, freue ich mich. Dementsprechend, da das auf dem Weg zur Comic-Con war, habe ich das einfach mal mit erwähnt jetzt hier. Da kommen noch ein paar andere Sachen. Was habe ich noch mitgebracht von der Comic-Con? Ich sitze da oben schon im Regal, aber ich habe hier noch ein Pommel-Einhorn. Ja, da wirst du schon noch sehen, was damit noch passiert. Haha. Noch, das hat mir übrigens die liebe Steffi mitgegeben von pummeleinhorn.de, ne? Und das braucht ihr doch bestimmt auch, ne? Deswegen geht ihr doch da sofort mal hin und holt euch eins. Ja, dann war ich bei elfen.de am Stand und die haben wieder so eine Newsletter-Aktion gehabt. Letztes Jahr gab es da so eine geile Dose von den Simpsons. Die habe ich ja dann auch damals mitgenommen. Habe mich damals schon für Newsletter eingetragen und was gar nicht gemerkt. Ich habe mich schon wieder für ein Newsletter eingetragen dieses Jahr. Deswegen gab es Socken. Ja, Pac-Man-Socken. Ne? Ah ne, so. Ja, sehr geil. Pac-Man-Socken. Ne? Schon wieder falsch rum. Ihr kennt das. Die sind auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob das meine Größe ist, aber es heißt ja One Size Fits All, obwohl das ist 39 bis 43 und das wird dann schon eng, ne? Ja, mal schauen. Aber Socken für Lau mitgenommen. Aber ich habe noch mehr Socken. Ne? Das war wie Weihnachten da, ich sag euch das. Bei Loot Hut gab es nämlich auch Socken. Jawohl. Ne? Jeder, der bei Loot Hut an den Stand gegangen ist, hat ein Geschenk bekommen und ach, ne? Ich sah wohl aus wie Dobby, deswegen hat mir der Jakob ein paar Socken in die Hand gedrückt. Ne? Ich bin frei, endlich, juhu. Ne? Es sind Iron Man Thor Socken, also so Avengers Socken sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, ob da noch ein anderer drauf ist. Ja, Cap ist auch mit drauf. Kann man hier sehen. Captain America, es sind halt ja, Avengers-Socken, ne? Finde ich auch geil. Finde ich cool. Hm? Avengers-Socken. Hat man ja nicht so oft. Die sind, glaube ich, aber dann auch in der 39 bis 45. Und das ist ja auch geil, ne? Die sind 39 bis 43 und die Socken hier von den Avengers, die sind so dehnbar. Ja, da passt sogar der Hulk rein. Was haben wir denn hier noch? Ha! Ich habe noch mehr bekommen von Chris. Der hat mir nämlich noch andere Sachen zum Geburtstag geschenkt. Darf man das schütteln? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich jetzt schüttel, kommt das jetzt raum raus? Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht mit aus. Ich habe sowas lange nicht gehabt. Aber. Blasen machen. Der kleine Blasehase war wieder am Start. Ja, super Ding. Hätte ich eigentlich auf der Con häufiger benutzen sollen, ne? Habe ich irgendwie nicht. Was kann ich bekommen? Ja. Was gab es noch auf der Convention hier? Das hier. Ne? Sowas hatte ich auch schon mal, meine ich. Kann sogar genau das gleiche gewesen sein. Da sind hier diese ganzen Viecher drauf von Cartoon Network sozusagen. Ne? Hier die Powerpuff Girls, dann hier ne? Finn und Jake von Adventure Time und hier noch so ein paar andere Sachen, die ich nicht kenne. We Bear Bears. We Bear Bears? Alter, was ist das denn? Pedo Bear kenne ich. Nein, der hat aber nichts mehr zu tun. Das ist was anderes. Ah, cool, den habe ich. Haha, den muss ich euch zeigen. Den muss ich kurz aus der, wo ich ihn aus der Tüte. Mach ich ein Unboxing. Ist er dann nicht mehr OVP? Nein, das ist natürlich. Das ist auf jeden Fall was richtig Kultiges. Das ist meine Lieblings-Masters-Figur von früher. Und zwar ist das Webstore. Ne? Sogar mit der Originalwaffe dazu. Hier.
Ne? Auch die hat mir Chris geschenkt. Das war schon wieder super cool. Da muss ich immer aufhängen hier. Da muss ich irgendwo hin. Whipstore. Sehr geile Figur. Finde ich total geil. So. Retro. Fast gewundert, dass er sich davon trennen konnte. Sehr geil. So, die letzte Masters-Figur, die auch bei meinem Vater noch zu Hause im Schrank hängt. So am Schrank hängt. Tatsächlich. Das ist irgendwie total geil. Ja, und ne, wenn ich mal nass werde, hat mir der Chris auch noch das hier mitgegeben. Ja, ich habe gar nicht alles von der Comic-Con. Ich sage ja, das ist alles vorher schon da gewesen. Hier, komm her damit. Und zwar habt ihr den vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr bei ihm auf dem Kanal geguckt habt. Das ist nämlich auch von Pampling. Das ist ein Regenschirm mit South Park und Game of Thrones. Jawohl. Kann ich gebrauchen. Sehr gut. Ich habe nämlich keinen so einen Regenschirm in dieser Größenordnung. Mein Regenschirm ist immer so ein Riese. Ja, der hat schon so einen Holzstock sozusagen. Kann man nicht mal eben so mitnehmen. Tash. Ja, was habe ich hier noch? Achso, ja, das Ding. Ne, da gab es einmal so ein Teil gratis auf der Convention. Das war so gleich das erste. Man kam da rein und dann kriegte man gleich was geschenkt. Und zwar einmal im Schatten Yavins. Ne, Star Wars Legends. Das ist ein richtig schönes Hardcover-Comic. Meins hat ein bisschen gelitten hier oben. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das ist wohl, ja, da ist ein bisschen Kleber durchgegangen. Das ist vielleicht ein bisschen beschädigt oben. Aber naja, gut. Da wollen wir nicht meckern, das gab es nämlich umsonst. Und dazu gibt es dann noch dieses Magazin. Und das ist ja dann diese Heftreihe, die man dann sammeln kann. Ne? Aber man, genau, das ist das Band 1. Und dann hast du hier den Heftrücken. So den, kannst du die so nebeneinander stellen. Und dann ergibt das immer ein cooles Bild. Ist das hier irgendwo abgebildet, was das für ein Bild ergibt? Nö. Gut, aber das waren dann auch noch so Sachen. Das ist Beutel, den hatte ich schon vorher. Den stelle ich mal hier hin. Was haben wir denn noch? Wir haben noch mehr. Genau. Was habe ich noch von der Con mitgebracht? Ja, ich war noch beim Johnny war ich noch. Beim Pampling Store. Und habe mir da ein paar Sachen besorgt. Und der hat sich auch nicht lumpen lassen. Ein paar Sachen mitgegeben. Und zwar sind das ein paar T-Shirts. Und bei Johnny sind die T-Shirts nur bis 2XL. Und auch wenn ich schon ordentlich Gewicht verloren habe in letzter Zeit, und das hier übrigens auch, ne, von Shirt Punch, ist ein 2XL-Shirt, habe ich auch gerade ganz neu. Sepp Brannigan, yeah, sehr geil. Ne? Rote Shirts, ganz cool. Also wenn ihr auf einer Convention seid, hin zu What's Up Johnny und holt euch die Sachen. Ne, das hier finde ich schon mal sehr geil. Ich weiß nicht, ob ihr das erfassen könnt. Ne? Ne, ich wollte doch nur spielen, so ungefähr, ne? Hier von Saw. Das finde ich total geil. Mir ist sehr, sehr gut gefallen. Dann dieses Shirt hier, da könnt ihr jetzt erstmal gar nichts sehen, ne? Oh, das ist ein skateboardender Skeletor. Auch total geil. Ja, dann gibt es hier noch so einen Gutschein, ne? Wenn ihr bei Pampling bestellt, 20%. Dann habe ich das hier noch mitgenommen. Das fand ich nämlich auch super geil. Ich bin ein riesen Tim Burton-Fan. Könnt ihr das überhaupt irgendwie sehen? Ja. Hier ist halt Tim Burton, der hat so Luftballons und diese Luftballons sind dann halt seine ganzen Kreaturen, ne? Jack Skellington. Ne, und wen haben wir denn hier noch? Hier so ein Frankenweenie und dann auf der anderen Seite eben halt hier eine Grinsekatze und Edward mit dem Scherenhemd und so weiter und so fort. Im Zweifelsfall alles, was Johnny Depp gespielt hat. Und dann dieses hier, und das finde ich auch noch sehr, sehr genial. Ne, das könnt ihr vielleicht auch sehen, das ist Harley Quinn, ne, mit Batman und Robin als Zombies und das ist dann ein bisschen so Michonne-mäßig. Ne? Guck mal. Ne, sehr geil. Das habe ich auch noch mitgenommen. Auf jeden Fall saucoole Shirts. Werdet ihr im Laufe der Zeit, wenn ich dann irgendwann richtig reinpasse, das ist halt wie gesagt noch sehr eng, also es sieht schon ein bisschen aus wie Leberwurst. Aber wir arbeiten dran, deswegen, ne, in ein paar Monaten seht ihr die dann bei mir und könnt ihr dann, ne, verlinke ich euch das, wo ihr die dann hackt. Haha, aber das war noch längst nicht alles, nein, wir haben noch mehr bekommen. Ich habe mich, obwohl da muss ich erstmal eine Sache raus, zwei Sachen sogar raus, was ist das? Achso, ja klar, das muss ich auch noch rausholen vorher. Nur mal ein bisschen Geld da gelassen, so ist ja nicht. Ja. Das hier habe ich von Dominic Titus, das gekauft. Das ist aus der Legion of Collectors Box, auch ein T-Shirt. Gott, wie viele T-Shirts habe ich schon? Das ist ein Arrow-T-Shirt. Ja? Kennt ihr, Legion of Collectors, da war das drin. So. Und dann habe ich das hier noch gekriegt. Ja? Dank des lieben Daniels aus der Funko-Sammelkiste. Ja? Die wollte ich unbedingt haben. Die gab es ja in der Lootbox von GameStop. Ne? Steht hier auch GameStop Exclusive. Und das ist eine Rock Candy Figur, wie ich sie liebe. Und das ist die Enchantress. Und das ist sogar eine Glow in the Dark Figur.
muss ich mal ausprobieren. Bisschen gelitten hat die, ne? So ein bisschen verdellt, aber das macht gar nichts. Super geil. Nochmal herzlichen Dank, Daniel. Super, ich freue mich da total drüber. Das ist eine richtig geile Figur. Ich stehe auf die Enchantress und die Rock Candy Figur finde ich total geil. So. Und jetzt kommt's, das ist nämlich echt der Hammer. Das ist so krass, das ist so krank. Also, ihr habt das vielleicht schon gesehen bei Chris auf dem Kanal und beim Comic Toy Hunter Germany auf dem Kanal waren jetzt gerade so Unboxings. Und zwar von diesem Laden hier. Ne? Die Webseite ist noch nicht aktiv, also wenn ihr da jetzt hingeht, werdet ihr da nichts finden. Na, war der nicht schnell genug. Ne? Aber das war so ein Stand auf der Comic-Con und der hatte halt Pops und der hat uns angequatscht. Also cool, macht doch mal ein bisschen Werbung für uns. Ne? Und na, wenn ihr Bock habt, gebe ich euch mal so eine Kiste hier mit. Und das haben die dann auch gemacht. Ne? Da haben wir dann ein Live-Unboxing gemacht. Ich mache mal hier irgendwo so eine Infobox hin, da könnt ihr euch das angucken, die beiden Live-Unboxings dieser Boxen. Und boah, da haben wir dann ein paar Pops gekriegt. Ne? Ihr kennt die schon, wenn ihr die Unboxings gesehen habt, aber ich zeige sie euch trotzdem nochmal. Und zwar habe ich hier einmal mitbekommen, Lodder, nicht Matthäus, nein, von dem gibt es keinen Funko Pop, obwohl das auch mal ganz interessant wäre. Nein, das ist Lothar, Lothar von World of Warcraft. Sehr cool. Dann haben wir den Nightmare Batman, den finde ich auch sehr geil. Nightmare Batman. Den muss ich auch woanders hinstellen, das wird hier sonst zu voll. Und dann noch zwei. Wie gesagt, ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr die Unboxings geguckt habt. Zu The Fast and the Furious, das sind Dom Toretto und, wie hieß er denn eigentlich? Brian O'Connor, ne, von Fast and the Furious. Und jetzt ist hier alles voll. Und das ist echt der Hammer. Zieht euch das rein, das sind alles Sachen, die ich von der Comic-Con mitgenommen habe. Und das war immer super, eine super geile Erfahrung wieder mal. Also das ist mein Haul. Stell die mal wieder runter. Hammer, oder? Wollt nicht wissen, wie viel Geld ich da gelassen habe. Wollt ihr wirklich nicht? Ach ja, es war auf jeden Fall super geil. Und Convention war auch super geil. Ich hoffe, ihr habt mein Cosplay-Video schon gesehen dazu. Das ist ja schon online. Und auch das von Chris, das erste, ist auch schon online. Also normalerweise mache ich ja immer noch so ein Impressions-Video, wo ich die ganzen Stände noch zeige und vielleicht nochmal so ein paar andere Szenen von den Cosplayern. Diesmal werde ich das aber nicht machen. Warum? Nicht, weil ich keinen Bock habe oder so, sondern weil ich aus irgendeinem Grund relativ wenig Stände gefilmt habe. Ich bin da nicht groß zu gekommen. Ich habe so ein paar kurze Sequenzen gefilmt, aber nicht wirklich irgendwie was Großes und dementsprechend lassen wir das einfach mal weg. Ja. Die coolen Stände, die kennt ihr sowieso und wer weiß, was bei der nächsten Convention ist. Ja, Frankfurt lasse ich wohl aus. Da kann ich nicht dabei sein, aber nächstes Jahr geht es bei mir wahrscheinlich auf jeden Fall wieder los. Dann irgendwann, irgendwann ist dann wieder Hannover, dann Berlin, diesmal bin ich dabei und Dortmund garantiert auch wieder, also da muss man wieder hin. Und was sonst noch so ansteht, werden wir dann sehen. Ne? Also, wenn ihr mich da trefft, einmal anquatschen, ne? Dann quatschen wir eine Runde und jo, mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Ne? Also, war geil da. Ich habe so viel Krams mitgenommen, ich bin mega begeistert gewesen, also... Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss.